Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich hier im Presseclub zu unserem heutigen Pressegespräch begrüßen, wo wir das Projekt Verrückt, na und, seelisch fit in Schule und Ausbildung vorstellen wollen. Und das ist natürlich ein bemerkenswerter Titel des Projekts schon. Und bin überhaupt mit solchen Titeln in letzter Zeit insbesondere konfrontiert, wenn es mich in diese Gegend der Stadt verschlägt, weil wir haben vor wenigen Wochen erst in der alten Aula eine große Veranstaltung im Rahmen von Geist und Gegenwart gehabt mit dem bekannten Publizisten Henrik M. Broder, der seine Ausführungen unter den Titel gestellt hat: Das ist ja irre. Wenn der Wahnsinn epidemisch wird, heißt er Vernunft. Also das ist durchaus ein gewisser sprachlicher Konnex. Aber Scherz beiseite, uns geht es heute um ein Projekt, das die seelische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern im Fokus hat, das Ihnen heute präsentiert werden wird, weil wir hier glauben, dass man gerade, wenn man bei Jugendlichen ansetzt, eine sehr erfolgreiche Präventionsarbeit vollbringen kann. Und da ist natürlich die Schule als ein ganz wesentlicher Bestandteil des Lebensumfeldes junger Menschen durchaus das einschlägige Einsatzgebiet, wenn ich so sagen darf. Ich darf Ihnen sagen, dass darf Ihnen Ihre Gesprächspartner sozusagen kurz vorstellen. Die Präsidentin des Landesschulrats für Steiermark, Elisabeth Meixner, ist unter uns. Ich darf Ihnen den Herrn Dr. Günter Klug, Obmann des Dachverbandes der sozialpsychiatrischen Trägervereine und Gesellschaften in der Steiermark vorstellen und die Projektleiterin, Frau Magister Petra Radkohl. All diese Damen und Herren kommen jetzt dann zu Wort, aber bevor sie alle zu Wort kommen, ist noch eine filmische Einbegleitung geplant, die jetzt sich hinter unseren Köpfen abspielen wird. Müssen wir uns ducken oder sollen wir zur Seite gehen? Oder geht sich alles aus? Super. Oder ich sage mal was selber, wenn wir sie wieder verrenken. Das ist Luca. Das ist Max. Zweifelt an sich selbst. In der Schule versucht sie, ein cooles Gesicht aufzusetzen, damit keiner etwas merkt oder gar schlecht über sie redet. Nichts macht ihr mehr Freude. Für Max wird alles zu viel. Gewesen sein, dass es 4:38 dauert, ist mir jetzt eines Besseren belehrt. Aber ich denke dennoch, dass das ein sehr geglücktes Video ist, das uns, glaube ich, eine sehr gute Einleitung und Einbegleitung zum Thema gegeben hat. Und ich darf jetzt gleich das Wort zur Frau Präsidentin übergeben. Herr Landesrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Einladung zunächst einmal zu diesem sehr, sehr interessanten, ansprechenden Thema. Verrückt, na und? Unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Schülerinnen befinden sich tatsächlich in einer verrückten, sehr schnelllebigen Zeit und sie sind, denke ich,
dem Stress ausgesetzt, im schulischen Bereich, aber darüber hinaus auch eben aus dem Elternhaus heraus, weil vielleicht ein bisschen zu viel Druck gemacht wird oder weil die Anforderungen größer geworden sind insgesamt. Wir haben als Landesrat für Steiermark ja, wie Sie wissen, den Schwerpunkt Gesundheit seit vielen Jahren. Dort bewegt sich in dem Bereich der gesunden Ernährung. Wir haben zum Beispiel flächendeckend alle Schulbuffets umgestellt, den höheren Schulen, nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Gesundheit, und wir setzen zahlreiche Initiativen im Bereich Bewegung und Sport. Aber ich behaupte, dass gerade für die psychische Gesundheit insgesamt zu wenig geschieht. Es ist zwar die Schulpsychologie viel unterwegs und daher bin ich hier sehr dankbar, dass dieses Projekt auf die Beine gestellt wurde. Insgesamt haben wir jetzt bisher 950 Schülerinnen und Schüler erreicht, 29 Schulen und 52 Workshops insgesamt. Sie haben eindrucksvoll das Video schon gesehen, worum es geht. Angesprochen sind die AHSen, die BHSen, ab 14 Jahren insgesamt, die Berufsschulen und die polytechnischen Schulen. Dort wird am Standort draußen vor Ort mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet. Und es geht, wie gesagt, um die seelische Gesundheit, um Sorgen und Anliegen der Schülerinnen und Schüler. Ein Schweigen wird gebrochen, Workshop insgesamt, wo es um die Stärken und um die Ängste der Schülerinnen und Schüler geht. Wo finde ich Unterstützung, wenn es mir nicht gut geht? Wer sind die Ansprechpartner? Wie kann ich auch Freunden helfen? Es passieren immer wieder furchtbare Vorfälle an den Schulen. Unlängst vor Ostern hat es wieder einen Suizid gegeben in einer Schule, wo das Kriseninterventionsteam zum Einsatz kommt. Das ist die schlimmste Variante. Und die Lehrerinnen und Lehrer werden hier bei diesen Workshops auch treffend einbezogen. Es geht um die Einbeziehung eines Menschen, der selbst auch psychisch krank ist. Ich glaube, dieser reale Zugang, wenn selbst auch psychische Probleme da sind, ist einer, der die Schülerinnen und Schüler sehr gut anspricht. Das persönliche Kennenlernen, der direkte Austausch insgesamt und der Praxisbezug. Wir wollen diese Möglichkeiten jetzt allen steirischen Schulen noch einmal zur Kenntnis bringen. Eine Aussendung erfolgt in den nächsten Tagen, weil wir flächendeckend alle Schulen erreichen wollen, weil hier Mittel zur Verfügung gestellt, die sehr, sehr fruchtbringend für die Schulen insgesamt sind. Und es geht darum, letztendlich die Widerstandsfähigkeit der Schüler wirklich auch zu unterstützen, zu stärken, Problemlösungskompetenzen anzustreben, die Förderung von Sensibilität und Wissen über Schutz- und Risikofaktoren insgesamt, den Abbau von Ausgrenzung und Diskriminierung insgesamt, vor allem auch um die Stärkung der Selbsthilfe in der Schule und in der Ausbildung. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dem Team, dass die Schule sehr gut betreut. Wir haben da wirklich positive Rückmeldungen bekommen und ich glaube, das kann ein guter Schwerpunkt sein zu all den anderen Dingen, die wir auch leisten in der Gesundheitserziehung, alles dazu beizutragen, dass es unseren Schülerinnen und Schülern gut geht. Bedanke mich. Danke, Elisabeth. Bitte, bitte. Also ob man das Dachverband zwischenzeitlichen Vereine nur kurz zur Geschichte und auch warum gerade diese Struktur gewählt wurde. Es gab bereits ein Vorläuferprojekt, das war stärker bezogen auf Diagnosegruppen, hat aber schon einen Teil beinhaltet, das ist das gemeinsame Auftreten von betroffenen Menschen mit Professionisten. Das hat den großen Vorteil, wenn nur Professionisten an die Schule gehen, erhöht sich das Wissen. Aber die Einstellung zu psychisch kranken Menschen verändert sich eigentlich nicht. Und da gibt es gute Untersuchungen, wenn das in diesem gemischten Doppel sozusagen passiert, dann verändert sich auch die Haltung der Schüler zu Menschen mit psychischen Problemstellungen. Hat gut funktioniert. Wir haben aber dann dieses Projekt kennengelernt, das wir jetzt betreiben, das der Verein Irrsinnig Menschlich in Deutschland auf die Beine gestellt hat, läuft inzwischen in mehreren Staaten. Das nimmt sozusagen diese Geschichte mit hinein, diese Anti-Stigma-Variante mit hinein, aber holt die Schüler noch viel stärker dort ab, wo sie wirklich stehen. Und das wird dann die Frau Magisterrat auch noch ganz gut sagen und erklären können. Der Dachverband deswegen, weil da sind alle Träger drinnen, die in der Steiermark psychosoziale Beratungsstellen betreiben. Und natürlich ist es nicht so einfach, Betroffene zu finden, die sich so weit outen, dass sie in Schulen gehen, und gleichzeitig auch Professionisten, die da mitmachen. Und idealerweise kennen sich die beiden, weil natürlich ein Betroffener sich wesentlich leichter tut, wenn er Vertrauen zu Professionisten hat und den auch kennt. Und diese Grundstruktur können wir über die Beratungsstellen in jeder Region anbieten, weil wir dort halt so bestehende Verbindungen haben.
zweiter Effekt dieser regionalen Aufteilung ist, dass gerade durch dieses Projekt Schüler auch auf die Idee kommen, dass sie Probleme haben und eventuell Hilfe brauchen könnten. Das werden sie wahrscheinlich in der Klasse vielleicht nicht so outen, aber danach unter Umständen irgendwo hingehen wollen und dann kennen sie in der Region schon eine Person, wo sie hin könnten und dann ist die Schwelle sozusagen, die normalerweise relativ hoch ist bei Jugendlichen, irgendwo hinzugehen und sich Hilfe zu holen, vielleicht ein bisschen niedriger. Das ist einfach so der strukturelle Hintergrund, der aus unserer Sicht sehr viel Sinn macht und in der Kooperation auch ganz, ganz gut mit den Schulen funktioniert, weil wir natürlich jetzt keine langen Anfahrtswege haben, wenn wir die Teams auch schon vor Ort sozusagen bilden können. Und über den genauen Inhalt würde ich dich bitten, dass du berichtest. Also unser Schulprojekt Verrückt nach unten beschäftigt sich, wie Sie schon gehört haben, mit der seelischen Gesundheit von Jugendlichen. Es beinhaltet die gesamte Bandbreite seelischer Gesundheit und geht unmittelbar auf die aktuellen Themen, Anliegen, Sorgen der Schüler ein. Und zwar geschieht das im Rahmen eines interaktiven Workshops, der für die Schulen kostenlos ist. Hier werden eben die Jugendlichen mit den Themen, die ihnen unter den Fingernägeln brennen, sozusagen in den Mittelpunkt gerückt. Und die Schüler lernen unter anderem ihre eigenen Stärken, Ängste, Vorurteile besser kennen und erfahren, wo und wie sie auch im Bedarfsfall Unterstützung finden. Moderiert wird so ein Workshop, wie Dr. Klug vorhin schon gesagt hat, immer von einem Zweierteam, also bestehend aus einer Person, die schon langjährig im psychosozialen Bereich beruflich tätig ist und einer zweiten Person, die selbst an einer psychiatrischen Erkrankung leidet. Der Workshop findet immer mit einer Schulklasse statt und einem Klassenlehrer, also nicht klassenübergreifend. Und ablaufen tut das so, also dauert so circa 5 Stunden, also einen Schultag. Und nach einer anfänglichen sozusagen Warming-up-Phase, wo man versucht, mit der Klasse eine Vertrauensbasis eben zu schaffen, man schaut, welches Vorwissen haben die Schüler schon, welche eigenen Erfahrungen gibt es und vor allem, welche Themen interessiert die Jugendlichen, was wollen sie wissen. Ja? Nach dieser Anfangsphase wird die Klasse dann in Kleingruppen aufgeteilt und sie beschäftigen sich mit verschiedenen Themen, wie was die psychische Gesundheit betrifft, was kann ich tun, wenn ich in eine Krise gelange, wo kann ich Unterstützung finden, was kann ich tun, damit meine Seele stark bleibt oder stark wird, wie erkenne ich es auch vielleicht, also wenn mein Schulkollege, mein naher Angehöriger in einer Krise steckt. Und erst im letzten Teil, also im dritten und letzten Teil, outet sich dann dieses eine Teammitglied als Betroffener und erzählt dann aus seinem Leben mit seiner Erkrankung und seinen Erfahrungen damit. Und die Jugendlichen dürfen dann ausreichend Fragen stellen. In diesem letzten Teil widmen wir auch wirklich ausreichend Zeit. Wie der Dr. Klug auch schon gesagt hat, erst dieses Zusammenspiel, also dieses persönliche Kennenlernen eines Betroffenen und dieses nahegehende Outing ermöglicht erst eine Einstellungs- und Verhaltensänderung der Jugendlichen zum Positiven hin. Wir arbeiten, wie die Frau Meixner auch schon eben erwähnt hat, mit Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren, inklusive eines Lehrers, aller Schulen. Und Ziele, die wir mit dem Projekt verfolgen, ist natürlich die Stärkung der seelischen Gesundheit und gesundheitsfördernder Faktoren. Dann das Schul- und Klassenklima kann verbessert werden, ebenso wie die Beziehung eben zwischen Lehrer und Schüler. Das Thema seelische Gesundheit wird sensibilisiert, wichtige Informationen über Schutz- und Risikofaktoren wird gegeben, also dass die Schüler erkennen, man ist nicht allem und jedem gegenüber ausgeliefert, man trägt auch selber dazu bei für sein seelisches, psychisches Wohlbefinden. Und ein wesentliches und wichtiges Ziel ist eben auch der Abbau von Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Problemen. Momentan haben wir in der Steiermark 11 ausgebildete Teams, die in allen Bezirken tätig sind. Die Teams haben alle eine mehrtägige Schulung absolviert, damit eben auch die Qualität der Workshops und ein einheitliches Vorgehen in den Workshops gewährleistet sind. Und jetzt heuer im Mai werden wir noch einen neuen Pool von Teams ausbilden. Gut, ja, herzlichen Dank. Ich glaube, es ist ein sehr kompakter und dennoch das ganze Projekt umfassender Überblick geboten worden. Bedanke mich hier mal bei der Expertin und dem Experten und natürlich auch bei der Frau Präsidentin und darf nun Sie fragen, ob es Fragen gibt. Ja, das Projekt, das läuft ja schon.
Gibt es schon erste Erfahrungen mit den Jugendlichen, die schon also nach den Workshops wird zuerst natürlich auch ein mündliches Feedback eingeholt und dann auch schriftlich, und zwar vom Lehrer und von den Schülern. Und das Feedback ist durchwegs mehr als nur positiv. Und dann punktet eben dieser letzte Teil, dieser Erfahrungsaustausch mit den Betroffenen. Die Jugendlichen erachten diesen Workshop als mehr als nur sinnvoll und sind auch sehr froh zu erfahren, wo und wie sie eben im Bedarfsfall Unterstützung finden. Und auch, also ich selbst mache auch Workshops in einem Bezirk. Und die Jugendlichen sind auch immer ganz interessiert, wie läuft das überhaupt ab, wenn ich in einer Krise stecke, wenn ich da hingehe, wird das wirklich alles anonym gehandelt. Also auch da diese Hemmschwelle zu nehmen, ist ganz ein wichtiger Aspekt. Dankeschön, bitte. Von welchem Prozentsatz reden wir da eigentlich? Grund genommen ist, also die Krise der Jugend generell, früher nannte man sie Pubertät, das sind drei Herzen, das ist ein anderer Herz. Aber da gibt es keinen Prozentsatz, und der ist aber gar nicht so hoch, oder? Prozentsatz? Der Betroffene. Man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen einer entwicklungsgeschichtlichen Unsicherheit, die in der Pubertät sowieso auftritt, und zusätzlichen psychiatrischen und psychischen Problemen, die jetzt, es ist nicht immer nur die psychiatrische Erkrankung. Es kann auch sein, dass in einer Familie mal ein Familienmitglied schwer krank, ich habe körperlich, ne? Der Schüler verändert sich, wird in der Klasse, kommt an den Rand, erzählt das vielleicht den Schüler nicht. Solche Aspekte kommen in dieser Diskussion dann unter Umständen auf. Das verbessert natürlich auch das Klassenklima, weil man sich halt auch ein bisschen besser von dieser Seite kennenlernt. Vom Prozentsatz her ist es so, dass psychische Erkrankungen, wenn man von dieser speziellen Gruppe redet, nicht jetzt vom Mobbing oder von anderen Außenfaktoren, im Alter zwischen 15 und 20 treten psychische Erkrankungen, wie man es im Film auch gesehen hat, sehr häufig erst auf. Das heißt, da gibt es viele Unsicherheiten, wo nicht klar ist, in welche Richtung geht das. Wir haben auch bei den Jugendlichen insgesamt im Lebensbereich sprechen wir von 20-25% der Menschen, die eine psychiatrische Erkrankung erleiden. In dem Alterssegment? Nein, über das gesamte Leben. In dem Alterssegment sind es natürlich noch weniger. Da gibt es Schätzungen, wird bei 5-10% sein. Hängt jetzt davon ab, wie weit man sucht, wie weit man solche Dinge hineinnimmt und wie eng man die Diagnosekriterien hat. Also, aber schon die Größenordnung ordnen würde ich einmal annehmen, je nachdem, ob ich es strenger oder weniger streng mache, schwankt das bloß an 5% auf oder ab. Das erscheint mir relativ viel. Das ist relativ viel, ne? Weil es relativ viel ist, gibt es ja auch dieses Projekt hier durchaus bemerkenswert, und im Übrigen darf ich auch verweisen auf den Folder, der glaube ich ausgeteilt worden ist, wo sich im Mittelteil ein sehr interessante Zusammenstellung auch von Zahlen, Daten und Fakten befinden. Gut, gibt es weitere Fragen? Johannes Kreunig vom Gesundheitsamt Steiermark hat in der Vorwoche zum Thema generell Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Interview gegeben, wo er sagt, es gibt nicht ausreichend Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die behandelt werden. Hast du angedacht, brauchen wir mehr Ärzte? Wir wissen, also wenn wir jetzt sozusagen diesen Präventionsprojekt Charakter verlassen, wir wissen, dass es in der Versorgung, in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung in der Steiermark mit Sicherheit Defizite gibt, und zwar sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im stationären Bereich. Beide Themen sind wir dabei anzupacken, wenn ich so sagen darf. Ich habe jetzt Kreunigs Interview ehrlich gesagt nicht gehört letzte Woche, aber wir tauschen uns regelmäßig zu diesen Themen aus. Sie wissen, dass wir am Landeskrankenhaus Graz Südwest, Standort Süd, das Krankenhaus, das vorher als Landesnervenklinikum Sigmund Freud bekannt war, in der allernächsten Zeit mit Investitionen im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie beginnen wollen. Da laufen die Vorplanungen, alles natürlich im Rahmen unserer budgetären Möglichkeiten, aber wir wissen, dass das eine prioritäre Geschichte ist. Und ich bin auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem niedergelassenen Bereich, um auch bei der Sozialversicherung die Sensibilität des Themas weiterzuentwickeln, wenn ich das so vorsichtig sagen darf, damit wir hier auch unsere
defizitäre Position auch im Vergleich zu anderen Bundesländern möglicherweise in allernächster Zeit verbessern können. Ich habe da vielleicht noch eine Anmerkung zum Titel an sich, der mir ja sehr gut gefällt. Den ich aber dann ökologisch, und das ist ja meinem Alter geschuldet, völlig falsch interpretiert habe. Weil verrückt, das geht bei mir in Richtung Kreativität. Das hat dann mit der Kultur nichts zu tun. Ne? Also da muss man natürlich aufpassen, dass man die Parameter richtig setzt. Ja, also Kreativität wollen wir nicht a priori als verrückt einstufen. Ja? Das wäre dann eigentlich ein anthropologisches Paradoxon, nicht? Weil wo hätte sich die Menschheit hin entwickelt? Aber gut, wie auch immer. Aber danke jedenfalls auch für die sprachliche oder für die sprachkritische Anmerkung. Warum man kritisch gebraucht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht könnte man Kreativität so sehen, dass man die Jugendlichen anregt, kreativ im Finden von Lösungen zu werden. Weil Lösungen für psychische Probleme sind in vielen Bereichen machbar, man muss aus dem Alt-Werden-Denken ein bisschen aussteigen oder so wird es einfach in Kommunikation. Die Frage ist ja auch noch, sind wir da mit zur Lösung bei oder sind wir ein Teil des Problems, nämlich wir, die Erwachsenen? Wie steht die Psychologie dazu? Ist eine Nominfrage sozusagen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Eltern, so gut sie irgendwie können, Jugendliche unterstützen. Eltern machen Fehler, das ist auch gut, sonst lernen Jugendliche keine Problemlösung. Das sollte man auch einmal ganz klar sagen. Aber natürlich kriegt jeder auch sein Paketchen mit. Wir starten da wieder mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und bei manchen läuft das ein bisschen geschmeidiger und bei manchen läuft es halt extrem schwierig. Und dass niemand wegbricht oder dass, wenn was passiert, dass er zumindest weiß, wie kann ich wieder zurück in die Spur, und das geht uns ja eigentlich. Gibt es noch so eine Veranstaltung, einen Zugang über Website, über Telefon, über App, an den man sich wenden kann? Wir haben eine Homepage und ein Facebook-Profil wird jetzt da gerade erstellt sozusagen. Und sonst über die Adresse www.verrücktnaund.at. Kann man sich vertrauensvoll daran wenden und kann so ein Mädchen aus also der so Gruppe nicht mit jemandem auseinandersetzen? Gibt es sowas als Folgegeschichte? Ja, also die Teams sind auch dahingehend geschult, dass wenn der Workshop zu Ende ist, nicht gleich den Klassenraum verlassen und weg sind. Denn es gibt immer wieder auch Schüler in der Klasse, die sich natürlich nicht in der großen Runde sich öffnen trauen. Und das merken dann, habe ich auch selber schon erlebt, die fangen dann eher zum Schluss, die bleiben in der Klasse, die schwanzeln sozusagen ein bisschen umherum. Und wir geben auch, also unsere Kontaktadressen, die haben auch die Schüler oder der Lehrer sozusagen dann, und die wenden sich dann an den Fachexperten des jeweiligen Teams. Somit haben wir dann auch wieder diesen Anknüpfungspunkt. Ich habe ein wichtiger Nebensatz, der vielleicht untergegangen ist, wichtiger Nebensatz, den Sie in Ihrer Präsentation nämlich gesagt haben, war das, dass Sie gesagt haben, es gibt den Effekt, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Teilnahme am Workshop sozusagen auch eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner persönlich kennengelernt haben, genau. Wo dann auch zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen einfacher eine Kontaktaufnahme ist, als wenn jetzt der Jugendliche sitzt daheim, denkt, wer weiß, vielleicht habe ich ein Problem, aber wie muss ich da jetzt herumrecherchieren, soll ich jetzt da wildfremde Leute anrufen sozusagen oder wie auch immer. Und hier sozusagen ist durch diese Kontaktaufnahme via Workshop möglicherweise ein, um das mir verhasste Wort, niederschwelligeres Angebot gegeben, wo dann sozusagen man allenfalls auch Kontakt aufnimmt. Also so wie das zumindest Ihre Präsentation jetzt entnommen. Vielleicht darf ich es nur verstärken, wir schicken es an die Schulen noch einmal aus. Wir vom Landesstaat aus an alle Schulen, die hören und alle, die angesprochen sind, und wir stellen es auch auf die Homepage des Landesschulrates zu starten, die Direktorin der Regel immer hinein. Okay, dass man dann zum Beispiel auch besser wegnehmen. Ja, genau. Dass der Betroffene, ein Schüler oder Schülerin, sich dann ganz allein machen. Da ist auch die Struktur unterstützend. Die Professionisten sind immer Mitarbeiter der lokalen Beratungsstelle, also vor Ort, und in der Beratungsstelle kann sich, also da wird auch eingeladen, Jugendliche dann gleich nachher, kommen vorbei, die kosten nichts, das ist für Jugendliche oft wichtig, weil sie wollen vielleicht nicht, dass die Eltern das wissen. Das heißt, da können sie hingehen, können bei der Person gleich einmal ein Beratungsgespräch machen. Das ist eben der Versuch, diesen Weg zu vereinfachen.
das ist auch im letzten Teil sozusagen mit dabei, wo sich dann auch dieser fachliche Experte noch einmal vorstellt und sagt, wo er arbeitet und damit er genau das dann eintreten kann, damit der Jugendliche gleich ein Gesicht zu der Beratungsstelle hat. Und was ich noch erwähnen möchte, also wir haben für die Schüler so einen kleinen Vorlauf vorbereitet, wo eben die wichtigsten Kontaktadressen und Telefonnummern für die regionalen Hilfsangebote drauf sind. So. So was für einen ist, also neue Mittelschulen ist sowas auch angedacht, weil ich denke mal, dass Leute die Problemfelder nicht mindern. Zurzeit für die Höheren. Also wir haben die Schulpsychologie, ist dort an sich eh auch drinnen, gell? Also sie sind nicht betreut, wenn es Probleme gibt und auch die Schulleiter wissen, wohin sie sich wenden. Und für andere Bereiche haben wir zum Beispiel auch gerade die Flüchtlingsströme, haben wir jetzt das Mut-Team neu vom Land. Morgen stellen wir das Mit-Team vor. Die kommen auch zusätzlich für die Flüchtlinge, weil sich die Anzahl dort verstärkt hat. Also es gibt schon Hilfestellungen. Aber jetzt vorerst für 29 polytechnische Schulen, 48 AHS, 52 BMHS und 19 Berufsschulen. Die Frage ist, kann man die Jugendlichen, also die Betroffenen, direkt an den Schulen abholen oder eher im Social Media Bereich? Weil, also zu Social Media oder also zu dieser ganz gesamten virtuellen Welt sehr viel mehr Vertrauen und Verständnis als die zu euren Arbeit. Frau Magistrat Köln hat schon gesagt, wir erstellen gerade ein Facebook-Profil, um eben diese Ebene auch nicht abzudecken. Aber der Erstkontakt ist ganz häufig über die Schule. Da werden Sie aufmerksam und dann schauen Sie wahrscheinlich weiter. Gut. Dann noch eine Frage. Ja, bitte. Wegen der Datenverarbeitung, wie läuft da auch der Austausch statt? Also kann es sein, dass ein Lehrer zum Beispiel sagt, dieser Schüler hat ein Problem und kommt dann sozusagen das Team her und bietet den Service an und landen diese Daten eventuell in der Schülerakte oder nicht? Also es ist nicht so, dass wir hingehen und konkret ein psychisches Problem behandeln. Das teilen wir den Lehrern auch immer so mit. Ganz wichtig ist natürlich, dass das jeweilige Team, das in die Schulklasse kommt, auch mit dem Lehrer vorab bespricht, was sind Themen vorherrschend, was läuft in der Klasse, gibt es einzelne Gruppierungen, Mobbing, gibt es vielleicht auch einen Schüler, wo gerade brandaktuell etwas passiert ist. Es sind auch immer wieder Schüler drin, die gerade von einem stationären psychiatrischen Aufenthalt zurückkommen. Auch, dass das Team auch vorbereitet ist, gewappnet ist, was eventuell zukommen kann und gerade auch bestimmte Schüler auch besser im Blick haben kann, damit nicht vielleicht eine Lawine oder was losgetreten werden kann, dass man im Nachhinein schwerer wieder abfangen kann. Ob die Daten dann, wie haben Sie gesagt, in Schulakten? Genau. Meines Wissens nach nicht. Also es wird auch darauf hingewiesen, auch mit dem Lehrer, dass es wirklich eine Vertrauensbasis ist und dass diese 5 Stunden, wo dieser Workshop läuft, eben etwas anderes ist sozusagen und nicht jetzt offiziell dann in den Akten drinnen steht, dieser Schüler hat gesagt, er nimmt da und dort. Aber Sie können gewisse Vermerke des Lehrers natürlich trotzdem nicht ausschließen. Vielleicht hast du dazu was gesagt. Nein, aber es ist ja nicht üblich, dass man es hineinschreibt. Es gibt einen Gesundheitspunkt, also wie so mit den schulärztlichen Untersuchungen, dort steht was drinnen, klar, aber das wird nie öffentlich werden. Also das meine ich. Also er nimmt dann etwas mit, jetzt, was ein Nachteil sein könnte. Ich habe aus meiner eigenen Schulerfahrung, weil ich etwas zu den jüngeren Semestern kenne, 30. Aber in Wien war das zum Beispiel durchaus üblich, dass sowohl die Lehrer von mir diesbezüglich gemacht haben, und dass wenn ein Schulwechsel bevorstand, dann schon der Schulpsychologe im Vorfeld informiert war. Aber von Seiten des Projektes geht ja an die Schule gar nicht rückgelegt. Und dass der Lehrer natürlich mit im Workshop ist, ist eine Geschichte, aber die Workshops fokussieren nicht auf eine Person. Es wird auch niemand zwangsgeoutet dort, weil man vorher schon weiß, dass das Problem besteht, sondern man geht mit den ganz normalen Sätzen an die Schüler heran. Wenn sich jemand von sich aus outet, ist das okay. Aber es wird da niemand. Kein Druck gemacht, sozusagen, dass man. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich abschließend mich nochmal bei den Damen und Herren bedanken. Bedanke mich beim Dachverband für die Trägerrolle, was das Projekt betrifft, bei Ihnen für Ihre umsichtige Koordination, beim Landesschulrat dafür, dass ihr offen seid für diese Projekte, beim Gesundheitsfonds für die Finanzierung und abschließend darf ich als Elternteil von 4 Kindern in der Spannbreite von 3,5 bis 19 sagen, das ist auch aus Elternsicht mit Sicherheit gut, dass es solche Projekte gibt und insofern recht herzlichen Dank, danke Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.